Stehen die Aktienmärkte vor einer weiteren Mega-Rallye? Und ich weiß, dass viele nur auf den nächsten Crash warten. Allerdings habe ich 4 Faktoren ausgemacht, an denen ich eine Fortsetzung der aktuell starken Aufwärtsbewegung ausmache. Und genau darüber möchte ich in diesem Video mit dir sprechen. Geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und wie du siehst, ich bin hier nicht in meinem gewohnten Habitat. Ich bin im Ländle, ich bin in der Nähe von Stuttgart bei meiner Freundin. Draußen hat es ordentlich geschneit. Ja, wenn ich so rausschaue, es liegt sogar Schnee. Man kann wirklich sagen, der April macht, was er will und das gibt mir natürlich viel Zeit, drinnen zu bleiben und an dem ein oder anderen Video für dich zu feilen. Und heute möchte ich mit dir über Faktoren sprechen, an denen ich aktuell eine weitere Mega-Rallye festmache. Worauf will ich hinaus? Zum einen, und das ist schon der erste Faktor, will ich natürlich auf das gigantische Konjunkturpaket hinaus, was Joe Biden gerade in den USA schnürt, beziehungsweise was er schon geschnürt hat. Du hast es wahrscheinlich mitbekommen, Joe Biden hat schon 1,9 Billionen Euro. Also wir haben so die Sphären, wo man noch über Milliarden gesprochen hat, die haben wir mehr oder weniger verlassen. Wir reden jetzt mittlerweile von Billionen. Und Joe Biden hat 1,9 Billionen Dollar in die Märkte, in die Wirtschaft gepumpt. Das ist eher ein Konjunkturprogramm, muss man sagen, konsumtiver Natur. Das heißt, es gibt Stimulus-Checks. Ich hatte schon in einem anderen Video darüber gesprochen. Ich blende es dir mal ein und ich verlinke es dir. Da ging es um den Bitcoin und ob der Bitcoin auch diese hohen Kursziele erreichen kann. Und damals kam aber schon heraus, dass viele Amerikaner das, man kann es nicht anders nennen, als Helikoptergeld. Und zwar das Helikoptergeld des Staats dazu verwenden, um in Aktien zu investieren, in Kryptowährungen. Und genau dieses Geld ist sehr konsumtiv. Das heißt, die einen investieren es, weil sie genug haben. Die anderen nutzen es allerdings, um damit Rechnungen zu bezahlen, einkaufen zu gehen. Also dieses Paket ist eher dazu geschaffen, um Nachfrage zu generieren, die ausbleibende Nachfrage aufgrund von Covid-19 einfach zu kompensieren. Man muss hier allerdings sich natürlich auch ein bisschen die Frage stellen, ob es sinnvoll ist, derart viel Geld in die Wirtschaft zu pumpen, um Nachfrage zu generieren, während ein Teil der Regierung die Nachfrage beschränkt, behindert, indem er einfach Lockdowns verfügt und der andere Teil versucht, die Nachfrage zu stimulieren, indem noch mehr Geld hineingepumpt wird. Werden wir in einem anderen Video noch besprechen, aber das war so in Schnellzusammenfassung schon mal das erste große Konjunkturprogramm von Joe Biden. Jetzt allerdings hat letzte Woche Joe Biden Stellung dazu bezogen, denn er plant ja ein noch viel größeres Infrastrukturprogramm. Und zwar im Raum stehen 2,25 Billionen US-Dollar, die in die Infrastruktur gepumpt werden sollen. Aktuell hängt es noch an Abstimmungen im Repräsentantenhaus und auch im Senat, also im amerikanischen Kongress. Aber es ist davon auszugehen, dass in der ein oder anderen Form und in der ein oder anderen Höhe dieses massive Infrastrukturprogramm durchgehen wird. Und damit will Joe Biden massiv in die Straßen der USA investieren, in Brücken, in Schleusen, in Dämme, in E-Mobilität, in 5G-Ausbau, in Breitband, in alles Mögliche. Und da ist er auch nicht allein, weil es gibt einen großen Ingenieursverband in den USA, der nennt sich ASCE. Und die haben auch schon vor diesem Infrastrukturprogramm von Joe Biden erschreckenderweise, muss man wirklich sagen, festgestellt, dass in den USA etwa jede zweite Straße extrem löchrig ist, dass über 230.000 Brücken ihre Lebenszeit schon überlebt haben. Also es ist dringend notwendig, wirklich Geld in die Hand zu nehmen und zu investieren. Und genau dieses Infrastrukturprogramm, das finde ich noch viel, viel spannender als das erste Programm, was ja eher so die Konsumausgaben anheizt, anschüren soll, was allerdings eher kurzlebiger Natur ist. Da ist so ein langfristiges Infrastrukturprogramm doch deutlich investiver. Das heißt, es wird Geld vom Staat in die Hand genommen, es wird investiert, es wird verbessert und dadurch entstehen auch sogenannte Multiplikatoreffekte. Das heißt, der Staat nimmt vielleicht eine Billion in die Hand, um damit 2, 3 oder 4 Billionen Dollar an Zusatzwachstum, Zusatzwohlstand zu schaffen. Und es hat natürlich auch so eine Art, ich sag mal, Mitnahmeeffekt, weil vielleicht dann der ein oder andere Unternehmer sagt, okay, wenn jetzt endlich diese Straße von meiner Werkshalle gebaut wird, dann baue ich auch die zweite Werkshalle, dann investiere ich auch in mehr Mitarbeiter, in mehr Fahrzeuge, weil ich jetzt mein Geschäft endlich mal ausbauen kann, was ich vorher nicht konnte. Also dieses große Infrastrukturprogramm, was in den nächsten Wochen wahrscheinlich durchgehen wird, hat natürlich nicht nur Effekte auf die USA, sondern es hat auch
Ja, es hat auch positive Effekte. Man kann sagen, das Geld schwappt über den großen Teich, also auch in Richtung Europa, auch in Richtung Asien. Das heißt, auch die anderen Länder werden davon profitieren. Viele Unternehmen werden davon profitieren und damit werden die USA, wenn sie es richtig machen, einen großen Grundstein legen und auch einen großen Grundstein legen für viel, viel Wachstum. Und dieses viele zusätzliche Wachstum, das zeichnet sich jetzt schon ab, indem die amerikanische Notenbank, also die Fed, ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr auf 6,5% nach oben korrigiert hat. Auch der IWS, also der Internationale Währungsfonds, hat die Wachstumsprognosen in dem Bereich der 6 bis 6,5% nach oben korrigiert. Blackstone, nicht zu verwechseln mit BlackRock, freudscher Versprecher. Blackstone ist eine Art Private Equity Firma und auch die sehen immenses Wachstum für die USA, also im Bereich der 8%. Du siehst, hier sind Wachstumsraten im Gespräch, die wir in Jahrzehnten nicht mehr hatten. Und es wird weitergehen, denn Joe Biden plant neben den gut 2 Billionen Dollar an Infrastrukturprogramm weitere 1 bis 2 Billionen Dollar an zusätzlichen Ausgaben. Also da ist einfach immense Fantasie jetzt drin, dass dieses Riesengeld, dieses Rieseninvestitionsprogramm wirklich die Märkte immens ankurbelt. Und da übrigens Aufruf an dich. Ich blende es dir mal ein und ich verlinke es dir unten. Trag dich für meinen Report ein, vollkommen kostenlos, denn ich werde in der nächsten Ausgabe, und das ist nächste Woche Dienstag, darüber schreiben, welche Aktien, aber auch welche ETFs von diesen gigantischen Staatsausgaben in den USA profitieren und wie man natürlich auch in diese ETFs investieren kann. So, das war allerdings Faktor 1. Faktor 2, und da kommen wir dazu, dass, ja, oder Faktor 2, warum die Märkte weiterhin eine Mega-Rallye durchlaufen werden. Und das ist, dass viele in meinen Augen den Fehler machen, dass sie so die aktuelle Rallye immer noch in Verbindung bringen mit der seit 2008, 2009 laufenden Rallye. Allerdings muss man da deutlich unterscheiden, denn wir hatten ja im letzten Jahr den Corona-Crash, das heißt viele Indizes, auch Aktien, ganz eigentlich querbeet, gingen in die Knie. 30-40% Kursabschläge waren normal, also wir hatten nicht eine Korrektur, wir hatten einen ausgeprägten Bärenmarkt, der extrem schnell war, der extrem heftig war, der allerdings danach auch direkt in einen Bullenmarkt übergegangen ist. Und das heißt, wir sind momentan also nicht an einem langen Bullenmarkt seit der großen Finanzkrise, sondern wir sind schon am Beginn eines neuen Bullenmarkts, der in diesem Jahr sein zweites Jahr erst betritt. Und wenn man die Sache so sieht, und ich finde, man muss sie so sehen, weil wir diese große Korrektur, diesen Crash hatten, dann blende ich dir jetzt mal eine Grafik ein. Und diese Grafik, die habe ich mir aus einer Analyse oder von der Webseite marketwatch.com mal, ja, ich sage mal, ausgeliehen, muss ich sagen. Und da hat jemand untersucht, wie viel Rendite ein Bullenmarkt gemessen an den amerikanischen Aktienmärkten, also am S&P 500, im ersten Jahr an Performance reinkommt und im zweiten Jahr. Und du siehst ganz deutlich, dass im ersten Jahr dieses Bullenmarktes Performances oder Gewinne von durchaus bis zu 75% entstehen können. Das war so der Fall im letzten Jahr. Das war aber schon der Fall im Jahr 2009. Im zweiten Jahr des Bullenmarktes, da ist dann mit Renditen im Bereich der 10 bis, naja, man kann auch sagen teilweise 29% zu rechnen. In jedem Fall allerdings ist die Rendite im zweiten Jahr des Bullenmarktes positiv. Wir können also mit einer hohen statistischen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es in diesem Jahr zu deutlichen Kursgewinnen an den amerikanischen Aktienmärkten und auch damit im Zusammenhang, ich hatte ja gesagt, es gibt so die sogenannten, ich nenne es jetzt mal Überschwapp-Effekte, also auch bei anderen Aktienmärkten, gerade Europa, rechnen müssen oder rechnen können. Können wir es ein bisschen positiver formulieren. Du siehst allerdings auch, dass es zu durchaus Korrekturen kommen kann. Die liegen auch mal im Bereich der 5-17%. Das wären dann eher allerdings vor dem Wissen, das du jetzt hast, dass es also im zweiten Jahr eines Bullenmarkts wirklich positiv ausgeht, eher sehr, sehr gute Nachkaufchancen. Und da auch noch als kleine, ja, als Wert am Rande, wenn wir uns, also wenn meine Theorie des neuen Bullenmarktes aufgeht und richtig ist, dann geht so ein Bullenmarkt bei den amerikanischen Aktien im Durchschnitt fast 9 Jahre und bringt eine Rendite von 470% im Durchschnitt hervor. Das heißt, auch wenn die Märkte seit dem Corona-Crash gut gelaufen sind, ist immer noch immenses Potenzial nach oben vorhanden. Wir haben noch ordentlich Zeit in der Länge und Dauer des Bullenmarktes und wir haben noch ordentlich Luft nach oben, was die Rendite angeht. Also kommen wir jetzt mal zum dritten Faktor. Und der dritte Faktor, da muss ich auch wieder in die USA gehen und sagen, schaut man sich mal so die wirtschaftlichen Perspektiven in den USA an. Also da hält sich alles auf, der Arbeitsmarkt ist extrem stark, über 900.000 Stellen wurden allein im März geschaffen, viel, viel mehr, als was die Analysten erwartet hatten.
Und die Impfungen gehen auch extrem schnell voran. Das heißt, momentan sieht es fast danach aus, als ob die Amerikaner pro Tag 4 Millionen Impfungen schaffen. Das heißt, pro Woche 28 Millionen Impfungen. Das ist so etwa, wie wenn du ein Drittel der deutschen Bevölkerung in einer Woche impfst. Und ich möchte jetzt gar keine Impfdebatte irgendwie hier hervorbringen, sondern diejenigen, die sich da impfen lassen wollen, die sollen ein Angebot haben. Das schaffen die Amerikaner. Sie impfen schnell und haben damit natürlich eine enorme Auswirkung auf die wirtschaftliche Perspektive, weil die Leute einfach sicherer werden, die Lockdowns gehen vorbei, die Konsumfreude steigt. Also auch all das wird zusätzlich noch dazu beitragen, dass weitere Nachfrage generiert wird, neben der ohnehin schon erfolgten Nachfrage durch die ganzen Stimulus-Programme, was das Wachstum ebenfalls beflügeln wird. Und zwar dieses Jahr und auch darüber hinaus. Also auch da stehen die Amerikaner sehr gut da und auch das wird weltweite Auswirkungen haben, weil natürlich der amerikanische Konsument dann auch in Asien bestellen wird, er wird in Europa bestellen, es werden Unternehmen in Europa vielleicht Maschinen bestellen. Also da sieht die Lage auch sehr, sehr gut aus und das spricht für Aktien. Und der letzte Faktor, der vierte Faktor, sind wir mal bei etwas kritischerem und da muss ich sagen, da müssen wir dann darüber sprechen, dass natürlich dieses immense Geld, was hier geschaffen wurde, über kurz oder lang auch zu höheren Inflationsraten führen wird. Wir sehen das aktuell ganz deutlich anhand der gestiegenen Inflationserwartungen in den USA. Da haben wir schon Erwartungen von über 2%. Das war auch in den letzten Wochen ausschlaggebend, dass die Zinsen deutlich angestiegen sind. Jeder, der Gold hat, jeder, der Silber hat, weiß, diese Entwicklung am langen Ende der Zinskurve hat einfach Druck auf die Edelmetallmärkte deutlich ausgeübt, weil die Inflationserwartungen gestiegen sind. Und genau diese Inflationserwartungen, die hier steigen, führen natürlich da auch dazu, dass die Leute Angst davor bekommen, was mit ihrem Ersparten so passiert. Und dann gehen viele her und sagen, was kann ich machen? Und gerade bei den Amerikanern naheliegend ist dann in Aktien zu gehen. Die Aktienkultur ist dort einfach viel, viel ausgeprägter als bei uns. Und das führt einfach dazu, dass mehr Leute zusätzlich in Aktien investieren werden, aufgrund der Angst vor Inflation, weil sie ihr Geld einfach schützen wollen. Und das ist ein weiterer Treiber für die Aktienmärkte. Das sind jetzt also so die vier Faktoren, die ich ausgemacht habe, wo ich sage, wenn es Rücksetzer gibt an den Märkten, und die wird es natürlich geben, dann sind das für mich absolute Kaufchancen, gute Kaufgelegenheiten, gute Aktien nachzukaufen, gute ETFs nachzukaufen und eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken und sagen, und jetzt kommt wieder der nächste Crash. Aber, und ich weiß, es wird kritische Kommentare geben, es wird sicherlich einige geben, die absolut zu Recht sagen, diese immense Ausweitung der Geldmenge, die wird allerdings zu vielen Gefahren führen, nicht zu Inflation nur oder nicht nur zu Inflation, sondern auch zu einer Destabilität des Finanzsystems. Sie wird zu Auswüchsen führen, wir haben es neulich erst gesehen bei Archegos Capital, ich verlinke das Video mal unten, da hatte ich auch darüber gesprochen, über den Hedgefonds, der hier aus dem Nichts mit 50 oder 80 Milliarden Dollar spekuliert hat. Die Credit Suisse hat ordentlich eins auf die Nase bekommen dadurch. Also viele, viele dieser Archegos Capitals laufen herum, führen zu einer Überlastung des Finanzsystems, wenn sie in der Reihe kollabieren. Und das sind die kritischen Punkte, die ich in einem kritischeren Video, und zwar mit den Auswirkungen dieser immensen Geldmengenausweitung, im nächsten Video natürlich, also am Sonntag werde ich es besprechen. Und deswegen auch unbedingt ein Abo vom Kanal da lassen, unbedingt aufs Glöckchen drücken, denn ich habe ein sehr interessantes Interview mit einem Notenbanker gelesen, der also ganz vorne in den Schaltzentralen des Finanzsystems war. Und der sagt in diesem Interview wirklich die Worte, das wird böse enden. Und was er damit meint und vor allem, wie wir als Anleger mit diesen Risiken, die auch ehrlich gesagt immer größer werden, umgehen, das dann im nächsten Video und dann war es das jetzt für dieses Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, Daumen hoch da lassen und du siehst mich wieder im nächsten Video am Sonntag und bis dann.